Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Kaffeestunde, zum Kaffeeplausch mit der Ludwigsburger Kreiszeitung. Unsere Themen sind heute Corona, Mülltonnen und drei junge Männer am Bodensee. Wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr dran interessiert seid, was so die Themen der Woche waren, über die wir heute mit euch reden wollen, dann bleibt dran. Ich rufe jetzt unsere Kollegin oder meine Kollegin Julia dazu und dann besprechen wir alles, was wichtig war in dieser Woche und werfen auch schon mal einen kleinen Blick in die nächste Woche. So, jetzt wollen wir gucken. Hoffe ich, dass ich die Julia jetzt hier kriege. So, die Anfrage ist gestellt. Hallo, Kulturinsel Stuttgart schaut zu, Blacky Lars schaut zu und Hallo. Julia ist auch da. Hi, grüß dich, Julia. Hallo, Julia. Hast du deine Tasse Kaffee? Ja, wobei es steht nicht unbedingt was mit Kaffee drauf, aber das ist ja egal. Hier, die ist für vieles geeignet. Hier Kaffee, Latte, Espresso, alles. Geht alles, also alles rein. Sehr gut. Und was hast du drin? Ich habe Cappuccino drin. Sehr gut, habe ich auch. Julia, ich will dich ganz kurz vorstellen. Du bist nämlich auch ein neues Gesicht heute. Die Patricia hat es ja letztes Mal schon gesagt, dass sie diese Woche Urlaub hat und deswegen bist du jetzt mit von der Partie. Mhm. Also heute mal zwei Julias. Und du bist meine Kollegin in der Kreisredaktion. Und vielleicht sagst du ganz kurz, was so deine Schwerpunkte so im Kreis sind, für welche Region, wo man deine Artikel am häufigsten liest und wo du so dich rumtreibst. Naja, also rumtreiben relativ häufig im Strohgäu und da besonders Hemmingen und Korntal Münchingen. Zu Hemmingen haben wir auch nachher nochmal ein Thema dazu, aber auch sonst alles drumrum von Aschberg bis ganz runter nach Gerlingen, Eberdingen auch dabei. Vertretungsweise mache ich auch noch Bietigheim-Bissingen und in letzter Zeit jetzt nicht mehr so viel, aber ich war auch eine Zeit lang öfters mal im Gericht in Heilbronn, wenn es da größere gab. Also wir sind auf jeden Fall ganz, ganz flexibel und heute auf jeden Fall jetzt hier bei Instagram. Julia, kommen wir steigen gleich ein. Wir können nicht umhin, Corona ist das Thema der Woche, der letzten Monate. Erzähl mal, es gab diese Woche eine Pressekonferenz des Landkreises zur Verschärfung der Corona, oder wie soll ich sagen, Corona-Verordnung oder das. Erklärst du einfach. Ihr habt berichtet, wie sieht's aus? Genau. Also was wir schon mal Mitte Dezember an hatten, es gibt ja wieder die Ausgangssperren. Diesmal ist es aber so, das ist die Zeit von 21 bis 5 Uhr, wo man einfach das Haus nicht verlassen darf. Es gibt natürlich noch Ausnahmeregelungen, das sind im Prinzip dieselben, die es auch jetzt über den Jahreswechsel gegeben hat. Das heißt, wenn du auf dem Rückweg bist von der Arbeit oder wenn du Krankenarzttermin, Krankenhaustermin, sowas hattest, es ist aber auch zum Beispiel drin, natürlich Gassi gehen mit dem Hund. Der kann ja nicht die Uhrzeit lesen, kann man ja auch nicht von ihm erwarten. Ja, und natürlich dann ja, Begleitung von bedürftigen Personen einfach, Umgangsrecht, wenn man irgendwie, sag ich mal, das Kind dann noch dann zum getrennt lebenden Partner zurückbringen muss. Das ist noch so eine Ausnahme. Dann auch, was jetzt uns zum Beispiel auch betrifft, Gemeinderatssitzungen. Also Gemeinderatssitzungen, wenn die nicht eh schon online stattfinden, dann ist es auch erlaubt, sozusagen nach einer Gemeinderatssitzung, weil die sind ja oft leider nicht schon um 21 Uhr beendet. Es gibt auch manche Kommunen, da hatten wir tatsächlich über den Jahreswechsel in Korntal das, die haben dann auch so Schreiben ausgestellt, wo dann drauf stand, hier heute war Gemeinderatssitzung und wenn Kontrolle ist, dann kann man das vorlegen. Also Ludwigsburg, die tagen mittlerweile digital, wie die meisten auch, glaube ich. Wir hatten das ja auch auf Facebook gepostet mit der Ausgangssperre. Es hat wahnsinnig viele Kommentare auch von unseren Usern gegeben. Und ganz oft wurde Unverständnis darüber geäußert, warum denn jetzt diese Ausgangssperre überhaupt nötig ist. Was heißt, in der freien Luft oder an der freien Luft steckt man sich ja nicht so sehr an, sondern eher in geschlossenen Räumen. Wo ist das Problem? Warum ist diese Ausgangssperre für die Politik offenbar so ein wichtiges Instrument? Kannst du das unseren Lesern oder unseren Zuhörern, Zuschauern kurz erklären?
Also im Prinzip geht es ja vor allem auch darum, dass man jetzt private Kontakte weiter reduzieren soll. Und das ist halt aus Sicht der Politiker und Verantwortlichen dann einfacher, wenn man das sozusagen darüber regelt, dass man dann sieht, wer ist denn nachts überhaupt noch unterwegs. Und es geht halt vor allem darum, dass einfach diese abendlichen Treffen weiter reduziert werden sollen, weil da gibt es ja ohnehin noch mal eine Verschärfung. Bislang war es ja dann so, dass ein Haushalt sich mit zwei Personen aus einem anderen Haushalt treffen konnte, jetzt egal, uhrzeitmäßig. Und das ist jetzt mit der neuen Verordnung, ist es dann nur noch eine Person aus einem anderen Haushalt, mit dem sich ein Haushalt treffen darf. Und wie gesagt, es ist halt einfach wohl dann auch leichter zu kontrollieren, wenn man nachts, weil man ja nicht in die Wohnungen in dem Sinne gucken kann, wer trifft sich da. Okay. Und also es geht um die privaten Treffen, dass man sagt, gut, da ist dann keiner mehr irgendwie unterwegs vor der Party. Klar, aber es trifft jetzt natürlich auch die, die einfach den ganzen Tag im Home, also da habe ich auch mit einigen gesprochen, die halt den ganzen Tag im Homeoffice sitzen, eine Videokonferenz nach der anderen und dann gesagt haben, naja, sie sind dann abends schon noch mal gerne eine Runde um den Block gegangen. Die trifft es jetzt natürlich Genau, auch, das wenn es stimmt, ja. später als 21 Uhr wird. Ja. Das Aber heißt. immerhin ist es jetzt halt 21 Uhr. Ich glaube, das war einfach auch vor dem Hintergrund, dass es jetzt vielleicht, dass man auch gemerkt hat, 20 Uhr, wie jetzt im Jahreswechsel, das war natürlich auch relativ früh. Und da gab es auch einige Stimmen, die gesagt haben, na, dann hat sich halt in den Supermärkten davor gedrängt, weil einfach die Zeit schon fehlt. Und ich meine, ich weiß nicht, wann du mal einkaufen gehst, um welche Uhrzeiten, aber es ist schon. Nach 20 Uhr war es schon eigentlich immer entspannter mit dem Einkaufen. Ja. Und es ist ja jetzt abends nicht, also es ist ja etwas länger hell, muss man ja auch sagen. Vielleicht spielt das auch eine Rolle, dass man gesagt hat, man macht es nicht auf 20 Uhr, sondern 21 Uhr. Julia, ganz aktuell haben wir ja heute noch eine Nachricht reinbekommen, eine Pressemitteilung vom Blühenden Barock, dass das Blühende Barock jetzt ab Montag schließen muss. Da gab es ja auch eine lange Diskussion rum. Erst war das Blühende Barock geschlossen. Dann hatte man gesagt, Mensch, warum kann man das nicht öffnen? Das wäre doch prima, einfach um da auch nochmal spazieren zu gehen. Ich war die Woche, gestern Vormittag war ich auf einem Termin im Blühenden Barock, muss auch echt sagen, da war nichts los. Also da war wirklich kaum irgendjemand unterwegs. Aber Blüber muss jetzt tatsächlich schließen und das hängt sicherlich auch mit der Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes zusammen, das ja dann am Montag auch in Kraft tritt. Und jetzt muss man auch mal die Landesverordnung angucken. Und der Landrat Allgeier sagte auch eben, gut, als man eben diese Ausnahmegenehmigung für das Blühbad erstattet hat, war auch klar, dass man das immer mal wieder auch auf den Prüfstand stellen muss, ob das dann noch haltbar ist und sinnvoll ist, dass man das so lässt. Und jetzt ist dann eben leider zu ab Montag. Das heißt, wer noch mal ins Blüber möchte, der muss das am Wochenende tun, sollte sich das. Ja, dann wird es ganz voll. Vorsicht, Genau, wollte Vorsicht gerade mit sagen, der muss Maschinen. das sich aber gut überlegen, denn dann ist bestimmt voll. Naja, wir hatten ja dann Genau. auch, weil jetzt das am Mittwochnacht sozusagen das erste Mal eingeführt wurden, haben wir auch einen Kollegen losgeschickt, der natürlich geguckt hat, wie funktioniert das mit der Ausgangssperre, weil ja die Polizei, wie jetzt auch schon um den Jahreswechsel rum, dann wieder Kontrollen gemacht hat. Ist jetzt schwierig zu bewerten. Angaben waren 1700 sind kontrolliert worden und es gab 67 Verstöße. Ob das jetzt viel ist, wenig ist, weiß ich jetzt nicht. Aber Okay. was auf jeden Fall klar ist, Strafen gibt es. Also wer draußen ist, wer kontrolliert wird und keinen triftigen Grund nachweisen kann, der muss bezahlen. Also 75 bis 150 Euro können da durchaus fällig werden. Also das muss man sich gut überlegen, genau. Ja, das ist richtig. Julia, lass uns mal weiterspringen auf das nächste Corona-Thema. Das sind die Kitas und auch die Schulen. Und bei den Kitas, und da kommt jetzt Hemmingen, glaube ich, wieder ins Spiel, die wollen jetzt auch die Kita-Kinder testen, ob die infiziert sind mit so einem sogenannten Lolli-Test, ne? Genau. Also es war jetzt erstmal eine Ankündigung. Am Dienstag war Verwaltungsausschusssitzung. Die Gemeinde hat einfach diese Lolli-Tests schon mal bestellt. Und zwar insgesamt 7000 Stück. Einer kostet 6 Euro, sagte der Bürgermeister. 7000 Stück hört sich jetzt natürlich erstmal viel an, aber die haben mehrere Kindertageseinrichtungen, die haben Neubaugebiet, natürlich dann auch wieder viele Kinder leben und eine Grundschule.
Der Bürgermeister sagte, wenn man dann zweimal die Woche testet und zwar alle komplett, dann braucht er 1400 Stück. Und jetzt hat er 7000 bestellt, da kann man sich dann ausrechnen, wie lange das dann, wie viele Wochen das hält. Nicht arg lange, weil der Gemeindetag jetzt schon empfohlen hat, dass man das bis zu den Sommerferien macht. Und das sind ja noch etliche Wochen hin. Ich habe aber auch im Strohgäu Gerlingen, die haben schon vor den Osterferien, haben die testweise in zwei Kitas diese Lolli-Tests mal ausprobiert, wie es funktioniert. Hat mir jetzt vorhin die Stadtverwaltung geschrieben, also dass sie sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. Und ab nächster Woche wollen die das dann in allen Kindergärten auch umsetzen. Und die haben jetzt aber als Datum erstmal so Ende Mai im Visier. Also Ludwigsburg Sie haben wollen. anscheinend aber auch genügend Tests bestellen können. Das ist ja auch nicht überall der Fall. Das ist richtig. Also Ludwigsburg auch dazu, die haben auch zwei Kitas, in denen sie das testen wollen mit den Lolli-Tests. Und dann wird man sehen, ob das mehr wird oder nicht. Aber weil du eben schon sagtest, ausreichend Tests ist ja nicht überall angekommen. Du sprichst so ein bisschen, es geht so in Richtung Schulen, ne? Julia, wir hatten ja jetzt nun am Montag soll, Auch, ja. genau, Montag sollen die Schulen wieder starten im Präsenzunterricht und im Wechselunterricht und sollen dann zweimal die Woche getestet werden. Und nur dann, wenn man einen negativen Test vorweisen kann, kann man auch in Unterricht kommen. Es ist aber jetzt so, dass manche Schulen eben jetzt schon gemeldet haben, dass sie am Montag nicht starten können, weil sie nicht ausreichend mit Tests versorgt worden sind vom Land. Genau. Also Bietigheim zum Beispiel startet komplett jetzt, also macht weiterhin Fernunterricht und auch alle Berufsschulen im Landkreis, weil es einfach nicht geht. Zum anderen sagen die natürlich auch, wir sind jetzt so nah an dieser Inzidenzgrenze von 200. Was machen wir jetzt, wenn es jetzt übers Wochenende hochgeht? Dann ist es ja irgendwie die Regelung, dass man am übernächsten Tag sozusagen wieder in den Fernunterricht geht. Das macht die Planbarkeit schwierig. Deswegen haben die Berufsschulen jetzt einfach schon gesagt, um das Ganze planen zu können, wir machen nächste Woche auf jeden Fall weiterhin Fernunterricht für diejenigen, die jetzt nicht in der Abschlussklasse sind. Das ist ja nochmal was Genau. anderes, aber einfach wegen der Planbarkeit. Ja. Und Notbetreuung findet auch statt. Also das läuft auch, die Abschlussklassen und Notbetreuung. Aber alle anderen, gut, die Schulen haben ihre Eltern informiert. Da muss man einfach wirklich ganz genau gucken, was da kommt. Und in der Tat, dieses Damoklesschwert der Inzidenz von 200, die schwebt so über uns. Julian, normalerweise kommt so gegen 16 Uhr, kommen die aktuellen Zahlen. Wir haben aber noch nichts gehört, ne? Also jetzt hier nebenher parallel gucken, kriegen wir auch nicht hin. Ich Aber kann es mal probieren, aber in letzter Zeit war es tatsächlich so, dass es relativ lang auch noch gebraucht hat, bis es sich lädt und bis was kam. Was wir haben, weil, also wir kriegen ja die Infektionszahlen, die kommen ja vom Landratsamt, die werden auf 16 Uhr eingestellt. Was wir haben, sind die Zahlen von den Kliniken. Wie sehen die momentan aus, Julia? Eigentlich unverändert jetzt seit Tagen. Also in Bietigheim ist es einigermaßen unverändert, wie viele auf Normalstationen sind, wie viele intensiv. Jetzt in Ludwigsburg gab es bei der Normalstation, da waren es gestern Morgen waren es 33 Patienten, jetzt sind es 38. Es gab aber davor auch wieder einen Rückgang um drei. Also das ist pendelt relativ stark. Intensivstation ist einigermaßen unverändert. Also ich habe jetzt gerade eben geguckt hier parallel, Julia, wir sind jetzt bei einer 7-Tage-Inzidenz von 193,4. Also die, genau, hier schickt auch gerade jemand 193,4. Das heißt, die 200 ist in greifbarer Nähe. Und ja, das heißt für alle, wir müssen uns darauf einstellen, dass da die Schulen nächste Woche dann zumachen. Wobei es natürlich, man sieht ja auch auf diesem Dashboard vom Landkreis, da sind ja auch die einzelnen Kommunen aufgeführt. Auch das wohl offenbar in manchen, also manche sind Ausreißer, also in Bietigheim-Bissingen zum Beispiel fällt gerade auf mit 31 zusätzlichen Fällen. Okay, ist da vielleicht in der Einrichtung irgendwie dann oder Ja. in einem Wir Betrieb hatten ja. irgendwo was ausgebrochen? Die hatten ja mit den Sportmannschaften, hatten die ja jetzt zumindest Anfang der Woche, gab es ja bei den Steelers und bei der SG einige Fälle, ob das vielleicht noch Auswirkungen hat oder einfach
große, ich meine, du brauchst halt, wenn du eine große Kindertageseinrichtung hast, und dann kann es sich sehr schnell ausbreiten, klar. Ja, klar. Julia, vielleicht noch ein Wort zum Thema Abitur. Ihr begleitet ja die Oskar-Paretz-Schule. Das ist ein Gymnasium. Und wir hatten ja auch gerade schon erwähnt, die Abschlussklassen, die können in den Präsenzunterricht kommen und es wird auch ein Abitur geschrieben, ne? Wie ist denn da so die Stimmung bei den Schülern und bei den Schulleitern? Ich glaube, das ist bei jedem einfach unterschiedlich, ne? Wie er sagt, wir haben von einem Schüler, also es gibt die Regelung, dass jetzt fürs Abitur zum Beispiel, die kriegen eine halbe Stunde mehr Zeit als sonst für die Abschlussprüfungen. Weiß ich jetzt nicht, ob das ausreichend ist, aber wir haben zum Beispiel einen Lehrer oder einen Schulleiter, der gesagt hat, ja, halbe Stunde, weil letztlich wir haben, also es sind ja die gleichen, fast die gleichen Bedingungen. Wir haben aber auch von einem Schülervertreter jetzt aus Freiberg, der gesagt hat, nee, eine halbe Stunde, das ist einfach eigentlich zynisch, dass das Kultusministerium dieses Angebot gemacht hat. Ja, das kann ich jetzt auch nicht bewerten, wie das jetzt wahrscheinlich auch immer abhängig von jedem selbst. Manche sagen, die halbe Stunde reicht locker. Und was halt erschwerend hinzukommt, dass die einfach auch während der Prüfung die Maske aufziehen müssen und wenn sie halt essen oder vor allem auch was trinken wollen, rausgehen. Das kostet natürlich Ja, kostet Zeit. Zeit. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich kein Abitur mehr schreiben muss. Ich erinnere mich mit Grausen an mein Abi, das jetzt ein paar Jährchen her ist. Also ich wünsche allen, ob die jetzt Abitur schreiben oder ob die Realschulabschluss machen oder ihren Hauptschulabschluss oder ihre Lehre zu Ende machen, da kann ich nur sagen, viel Glück, kommt gut. Ja, genau, vor allem auch für das, was dann danach kommt. Also Lehrstellen, Studium, Platz, wie auch immer suche, na, das ist dann vielleicht ja auch jetzt schwierig, aber ja. Genau. Julia, aber mal ein ganz anderes Thema. Mal weg von Corona, dass wir ganz gerne in die Tonne kloppen wollen. Und das ist unser Stichwort. Es geht um die Mülltonne. Und da hatten wir eine kuriose Meldung die Woche im Blatt. Und ich dachte erst, es ist einfach später der April-Scherz. Aber es ist nicht so. Unsere Mülltonnen werden, die Chips an den Mülltonnen werden ausgetauscht, ne? Genau, wir haben ja schon in den vergangenen Wochen größer berichtet, weil da das Thema war, dass es ja auch ein neues Mülltrennsystem gibt. Es wird ja diese blaue Box für Glas eingeführt. Darüber entscheidet übrigens gerade jetzt in diesen Minuten der Kreistag, wird das eigentlich mit großer Mehrheit zustimmen. So war jetzt auch davor immer in der Vorberatung die Stimmungslage. Da gibt es eben diese blaue Glasbox zusätzlich. Aber es gibt eben jetzt auch noch dann neue Mülltonnen, und zwar für Bio- und Restmüll. Es gibt insgesamt 275.000 Mülltonnen im Landkreis und 75.000 davon müssen ausgetauscht werden, weil die haben einen Chip drin, der sozusagen die Leerungsintervalle auch weitergibt, damit es eben genau abgerechnet werden kann. Und diese Chips funken auf einer Frequenz, die künftig nur noch für die Bundeswehr oder die jetzt eigentlich auch schon seit längerem nur noch für die Bundeswehr reserviert ist. Da gab es jetzt eine Übergangsfrist, Nicht, dass läuft uns die jetzt. Mülltonnen dann Störfeuer verursachen und irgendwelche diplomatischen Verwicklungen. Genau, wahrscheinlich sind die Mülltonnen auch schuld an dem Problem mit dem G36-Gewehr und deswegen klappt es nicht. Genau, und jetzt müssen halt diese ganzen 75.000 Mülltonnen ausgetauscht werden. Also die Kunden kriegen dann entsprechend Bescheid, werden angeschrieben. Und das Ganze läuft ab, ja, Ende Mai und soll noch bis zu den Sommerferien dann abgeschlossen sein. Und dann hat jeder, kriegt eine neue Mülltonne mit einem Chip und kann dann seinen Müll wieder wunderbar, ja, getrennt. Und es kostet knapp 2 Millionen Euro, das Ganze. Also 2 Millionen Kostet für die den Tonne. Gebührenzahler aber nichts, ne, Julia? Bitte? Den Gebührenzahler kostet es aber nichts, dieser Austausch, ne? Umgelegt werden wird das alles natürlich schon in den Gebühren. Es ist aber nicht so, dass dann Ja, jeder selber ja. quasi hier, na, hier Kunde XY, wir müssen deine Tonne austauschen und lass mal, ich weiß nicht, was so eine Tonne kostet, Es war rumwachsen. ein frommer Wunsch, Julia. Es war ein frommer Wunsch.
sehr spannend und ich glaube, der eine oder andere, der freut sich vielleicht, dass er dann eine neue Biomülltonne kriegt, dann die alte nicht mehr schrubben muss. Das ist ja auch vielleicht in dem Fall manchmal auch was ganz Gutes. Und immer schön trennen, weil wer weiß, was die Bundeswehr vielleicht dann noch alles macht. Wenn man dann irgendwie Plastiktüten in die Biomülltonne, dann kommen die und holen dich für einen Gewaltmarsch und dann musst du 10 Kilometer irgendwie durch den Wald laufen. Mit voller Nein. Mülltonne hinten auf dem Rücken, Genau. 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 Apropos Apropos. Laufen, genau, kommen wir zum nächsten Thema: Fortbewegung, aber nicht Laufen, sondern Fahrradfahren. Hat man jetzt diese Woche auch größer drin. In Freiberg gab es ja die landesweit erste Fahrradzone. Kam jetzt auch bei den Freibergern selber nicht unbedingt so ganz gut an, weil an dieser Straße, wo eben dann für die Radfahrer gedacht war, zwischen, also hinten raus noch Bietigheim und Benningen, da war dann eben für den Verkehr komplett gesperrt. Und deswegen hat dann auch nicht jeder in Freiberg das gut gefunden, weil auf diesem Weg dorthin geht es halt zum Hexelplatz und es geht zu den Sportanlagen am Wasen. Jetzt hat der Gemeinderat nochmal über das Thema Fahrradzone entschieden. Und die Testphase, das waren 3 Monate letztes Jahr, die wird jetzt sozusagen ja in den normalen Betrieb überführt. Jetzt gibt es also wieder eine Fahrradzone in Freiberg, aber zumindest dürfen Autos fahren als Anliegerfreizeichen sozusagen. Also wer zum Hexelplatz muss, der darf da weiterhin fahren oder wer zu den Sportanlagen am Wasen will, darf da weiterhin fahren. Aber damit es halt natürlich nicht irgendwie ein Schleichweg wird zwischen Bietigheim und Benningen, gibt es auch noch so Schweller sozusagen, die dann auf den Boden gebracht werden, damit man nicht das als schöne Abkürzung nutzt. Ja, und wer eine lange Tour machen möchte, vielleicht mit dem Fahrrad, der fährt mal am Bodensee, können wir sehr empfehlen. Denn da gibt es in Kressbronn eine ehemalige Werft, die umgebaut worden ist. Und da gibt es unter anderem auch ein Restaurant. Und dieses Restaurant wird von 3 jungen Männern aus Besigheim betrieben. Wir hatten schon, als die im Sommer letztes Jahres eröffnet hatten, schon mal kurz darüber berichtet, weil die mitten in der Corona-Krise dort angefangen haben. Und das ist offenbar auch ganz gut gestartet. Ich meine, Bodensee ist immer ja nun auch ein Reiseziel und Ausflugsziel wert. Und wir hatten jetzt nochmal nachgefragt, wie es Ihnen denn so momentan geht. Also die Laune ist offenbar immer noch gut. Die Geschäfte sicherlich schwer eingeschränkt, aber sie lassen sich auch nicht unterkriegen und machen eben wie andere auch kulinarische Pakete und Essen to go und solche Sachen und sind auf jeden Fall, stehen in den Startlöchern, dass wenn dann Außengastronomie mal wieder möglich ist, dass man dann auch bei ihnen wieder einkehren kann. Also insofern steht dann künftig einem Ausflug an den Bodensee nichts mehr im Weg. Ja, hoffen wir, dass es bald Julia, ich möglich glaube, ist. wir haben so das Wichtigste zumindest so touchiert, was so die Woche war. Vielleicht noch ein Hinweis, immer ganz gerne schaut auf unsere LKZ-Seite auf lkz.de, denn gerade was so diese ganzen Corona-Verordnungen anbelangt, da halten wir euch immer auf dem Laufenden, da könnt ihr gucken und nachlesen, was momentan wichtig ist. Ja, Julia, dann hätte ich gesagt, wir trinken den letzten Rest Cappuccino aus, den wir noch in der Tasse haben. Und nächste Woche ist Patricia wieder da. Aber die sehen wir garantiert auch wieder öfter hier, Julia. Schön, dass du mitgemacht hast. Genau. Okay. Ja, danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Dann, Julia, mach es gut, ne? Dann, Tschüss. ciao. Ciao.